Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im heutigen Part kümmern wir uns erneut um diverse Kometen. Da haben wir noch recht viele offen. Unter anderem diesen Anflug auf den Tempokometen bei der Glasstrandgalaxie. Ich habe da keinen Plan, was. Tempomodus. Himmelkorridor. Was war denn das nochmal für ein Stern? Aber müssen wir einfach so schnell wie möglich auf die andere Seite bekommen, ohne zu. Okay, ohne verquetscht zu werden. Okay. Wunderbar. Da bin ich gestorben. Okay, das macht, glaube ich, echt keinen Spaß. Das hier macht, glaube ich, echt keinen Spaß. Und ich glaube, wir müssen das One-Up trotzdem holen. Ich sehe auf jeden Fall Tode hageln. Weil, habt ihr gerade gesehen, wie der Twomp das angetäuscht hat? So, weiter geht's. Okay, schön gerettet. Oh mein Gott. So, hier haben wir einen Safe Spot. Nächster Safe Spot. Oh Gott. Nein! Du Bastard! Okay, wir müssen uns richtig konzentrieren. Ich glaube, wir starten wieder von Beginn an. Ja, war klar. Einmal verquetscht und that's it. So. Jetzt einfach vorfahren. Ja. Und dem hier hinterherlaufen. Genau, jetzt geht's hier weiter. Hier ist der Safe Spot hier. Junge, jedes Mal der! Okay, ich bin da zu hektisch. Ich bin da zu hektisch. Der muss vorkommen. Das war jetzt schon zum zweiten Mal der gleiche. Ich bin da zu hektisch. Vom Skill her sage ich nichts. Eigentlich okay, das Timing stimmt nur nicht. So. Dann sollte der Dödel jetzt zurückkommen. Komm, zack, zack. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Ich war doch in der Mitte! Ist der auf meinen Fuß oder wie sieht's aus? Oder vielleicht auf Marios Schwengel? Ich weiß es nicht. Obwohl, ist ein Italiener. Erstmal 30 D-Abos.
Junge, hier hagelt es Fails, dass es kracht. Und der Tod gerade eben war auf jeden Fall verdient. Ich weiß nicht, bin ich dumm, oder? Ja. Ich bin dumm. Aber immerhin habe ich noch das One-Up bekommen. Ah! Jetzt sterben meine letzten Gehirnzellen gerade ab. So. Wir bleiben jetzt genau hier. Mario, pack deinen Penis ein. Danke. Gut. Junge, wie ich das Ding hasse. Okay, alles klar. Letzter Stein. Okay. Okay, wir haben's. Vielleicht hat's echt geholfen, dass wir Mario hier diese Tipps gegeben haben. Ich weiß noch nicht. Gut. Hat erstaunlich lang gedauert. Aber ist okay. 80 Sterne haben wir jetzt. Oh Gott. Mal schauen, was wir heute sonst noch schaffen. Die Kometen sind nicht einfach. Ah, hier ist kein Risikokomet, gell? Nee, der ist gar nicht da. Da können wir da gar nichts machen. Schade. Ich weiß auch nicht, wo der versteckte Stern ist. Das ist das Ding. So, dann gehen wir ins nächste Gebiet. Hui! Auf in den Maschinenraum. Hier haben wir sicher noch ein paar offene Sterne. Nein? Waren wir hier so gründlich? Okay. Die versteckten Sterne, aber da habe ich meistens keine Ahnung, wo die sind. Dann gehen wir hier am Schlafzimmer vorbei. Oh, warte mal. Warte mal, wie viel willst du? Mhm. 1200, habe ich so viel? Leider nicht. Aber die ersten 1000 gebe ich dir in Vorauszahlung. Warum kann ich jetzt die 2 nicht mehr... Ach. Dann halt. Wahrscheinlich gehen nur 10er Schritte. Dann kann sich das Spiel das einfacher merken oder so. Wie viel willst du? Du willst doch auch sichern, arschvoll. Hey, Dudak. Hä? Sternheil und so? Hm? Bruder, gib mir ein paar 1600, Mann. Ich hab keine mehr. Dein Bruder vorher hat mich pleite gemacht. So. Dann gehen wir weiter mit die Galaxie und zwar Höhlenverlies-Galaxie. Okay, die haben wir noch offen. Und die hat aktuell auch keine Kometen. Spaziergang am Himmel. Alles klar. Das war doch die Galaxie, wo sich der eine Planet aufgelöst hat. Okay,
Okay, jetzt fangen wir mit einem kleinen Bossfight an. Der Strand wird randaliert. Warte mal. Das war's, oder? Also viel kann er nicht. Außer mich weglasern. Okay, wir brauchen noch einen. Aber wir sind low. Oh mein Gott! Hallo! Junge, was? Was ist das? Ich konnte nicht mal mehr dran! Aber wir können es auch einfach so machen. Wir müssen da gar keine Stampfattacke drauf machen. Wir können hier auf den Easy-Mode spielen. Okay. Dann habe ich mir das komplexer vorgestellt, als es wirklich ist. Und der Tod war jetzt gerade eben komplett umsonst. So. Fängt die Galaxie immer so an? Komm auf die Fresse. Nix könnt ihr, nix. Okay, ihr könnt vielleicht doch was. Okay, warte, wo ist denn der? Hier. Müssen wir da noch was machen, oder? Ja, eigentlich ja nicht. Wo müssen wir über die Kanone hin? Ich habe absolut keinen Plan. Müssen wir wieder auf den kleinen Planeten? Ich habe absolut keinen Plan. Irgendwas muss ja die Kanone bringen. Warte mal. Warte mal. Wie kommen wir darüber? Irgendwie müssen wir darüber kommen. Aha. Hier hat sich was verändert. Noch besser. So, wir müssen irgendwie in den Himmel. Aber gab es dafür nicht die Eisblume? Kannst du darüber noch laufen, wenn du das Wasser gefrierst? Oh nein. Ja, und wo kriege ich die Eisblume her? Bitte nicht von da unten.
Kann man das hier sprengen? Das sieht sehr sprengbar aus. Ist es auch. Okay, krass. Bist du jetzt bei einem versteckten Stern, oder? Oh mein Gott. Okay, da wurde ich jetzt ausgetrickst. So, was gibt's hier zu sehen? Hier auf der Seite gibt's nichts. Auch hier gibt es nichts. Okay. Jetzt Licht. Okay. Schön. Junge! Geh einfach. Ich habe einen richtigen Knick in der Optik. Ich kotze. Ich komme nicht auf dieses Jump Pad. Junge, Junge, Junge. Also heute ist der Wurm drin. Heute ist der richtige Wurm drin. Fast keine Sterne. Kein Plan, was ich tun muss. So. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich glaube, das ist ein versteckter Stern. Das ist nicht der Hauptstern. Oh mein Gott. Okay. Ich war ein bisschen zu schnell. Schade. Halb so wild. So. Oh Gott, das war jetzt wieder ein Act. So, war's das? Wunderbar. Uff. Sehr, sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch. Ich muss mal gucken. Ah, hier ist jetzt der Anfang. Roter Komet. Warte mal, roter Komet ist doch One-Hit, oder? Haben wir dann wenigstens eine bestimmte Sequenz oder so?
Zeitangriff, der Bogermann-Stamm. Okay, cool. Ja, das kriegen wir, glaube ich, easy hin. Hoffe ich auf jeden Fall. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die so dumm sind und hier einen Zeitangriff machen. Ja, komm. Dankeschön. Komm her. Okay, irgendwo ist noch so ein anderer Trottel. Okay, 5 Minuten haben wir für das Ganze. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wo müssen wir hin? Ah, genau. Das war das hier. Okay. Auf der anderen Seite natürlich. Okay, das war das Sternsegment hier. Ist sogar noch ein Max-Pilz und ich habe ihn übersehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Müssen wir das wieder von Beginn an? Wahrscheinlich schon. Ja. Aber mal hier auf der anderen Seite ist nichts. Der Trottel ist ja hier irgendwo im Ufer drin. So, viel schneller als vorher. Komm her. Komm her, komm her. Ja, das machst du gut. Schade. Und weg mit dir, komm. Geh doch gegen den Elektrozaun. Stirb doch einfach. Okay, dann. Junge. Dankeschön. Einfach Dankeschön, what the fuck. So, und jetzt nehmen wir den Rotz hier mit. Und ich habe das Segment echt nicht gut in Erinnerung. Ich glaube, wenn man den richtigen Takt hat, ist es ganz okay. Okay. Stress. So, nächste Rotzsequenz. Aber die geht noch, die geht noch. Die ist sowas von machbar.
sagte er und wollte gerade Cappy werfen. Und jetzt ab und zu wäre es vielleicht gar nicht so uninteressant, meine Eingaben zu sehen vom Controller. So, da ist der Trottel. Und wir haben noch 3 Minuten übrig. Wir sind gut unterwegs. Gut, 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 gut. Obwohl wir einmal down gegangen sind. So, komm her. Ach so, ja klar. Und der brennt unten? Ja, den mach ich ja jetzt fast im Rekordzeit platt, lol. Okay, nicht mal eine Minute haben wir für den Bossfight gebraucht. Wunderschön! Dann haben wir heute doch noch irgendwas geschafft. Oh Gott. Der Part war jetzt nicht mein Favorite Part, sag ich jetzt mal, aber wir sind trotzdem sehr, sehr gut vorangekommen. Konnten 2 heftige Kometen schaffen. Die halt immer ein bisschen mehr Zeit beanspruchen. Ganz klar. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit der Höhlenverlies-Galaxie. Jo, weil da fehlen uns 2 Sterne und ich habe absolut keinen Plan, was es mit dem einen Stern da auf sich hat. Der ist mir ein bisschen unschlüssig. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, lasst mir Schuh. Tschüss und bis bald.